Bring ihn zum Parkplatz. Ja, zu welchem Parkplatz? Ich überlege gerade, ist der Tatra hat Leistungsgewicht S, höchste Stufe. Ja, wie gesagt, ansonsten ist das Einzige, mit dem du hier durchkommst, dieser Royal halt eben. Aber der hat nachher den Vorteil, der hat die das seismische Modul, ne? Bei dem Royal BM könnte ich notfalls einen Tankanhänger draufsetzen. Soll den Hänger zum Parkplatz finden? Meinst du, ich finde hier den Ich Parkplatz? weiß nicht, was kannst du auf dem Tatra draufsetzen? Nur Käse, Patrick. Okay, ist auch kein Tank oder so. Nein, deswegen auf dem Tatra geht nur individualisieren, Rahmenzusätze, mobile Abschleppbühne, Sattelkupplung hoch, Tatra-Pritschenaufbau, Ende der Veranstaltung. Ja, okay. Und bei dem der Vorteil bei dem Royal BM17 ist, da geht alles drauf, wirklich alles. Ich weiß nicht, ob er stark genug ist, dann ungefähr mich eventuell aus der Patsche zu ziehen, weil der müsste ja hier überall durchkommen, oder? Eigentlich gehe ich mal von aus. Also der hat auch vom Motor hat der ja auch S. Der hat auch das höchste Leistungsgewicht. Ich habe jetzt ein fünfachsiges Auto wieder draußen, den ich hier in den Schneegebieten kurz gefahren bin. Aber der ist so tief, na, an manchen Stellen bleibt er sogar hängen. Na, da muss ich aufpassen. Deswegen ist das Rausziehen wäre nicht verkehrt. Ja, ich nehme mal eben nur meine Schlammreifen auf das Ding wieder drauf. Auf, ach, der Scheiße, ja, vergiss es. Der Royal hat keine Schlammreifen. Ja, okay. Obwohl mit Ketten ist er schlammgut. Die Frage ist, ob gut reicht. Ja, eben. Na komm, was soll's. Tracklager, Tatra. Der hat wenigstens. Der Hänger denn hier zu? Muss gerade mehrmals wenden, ansonsten komme ich hier nicht raus. Ja, ich muss mal eben Motor abstellen, Genau. Bremse rein. Ich muss mal eben diesen Korb nach oben bringen, ne? Ja. Vielleicht will er das auch nicht nehmen, weil ich das mit dem falschen Fahrzeug ziehe. Kann das angehen? Möglich. Aber ich muss ihn hier erstmal raus haben. Weil mit dem Pickup wäre ich hier nicht durchgekommen. Wenn ihn jemand mit dem Pickup abholen will, kann er das gerne machen. Ich ziehe ihn euch auf die Straße. Da habe ich leider gar nicht die Möglichkeit. Weil wenn ich Pech habe und ich koppel den ab, hol mir den Pickup, ist der Hänger nämlich danach verschwunden, da wo ich ihn abstelle. Nee, normalerweise nicht. Normalerweise. Oh, Leute, wie soll man denn hier durchkommen? Wenn wir zu Segen. Ne, zum Parkplatz, wo soll der denn? Ah, da! Dann kann ich die Hauptstraße fahren? Ja, das kriegen wir hin. Nur da könnte ich eventuell verstecken. Hast gehört, ich Ja. bleib stecken wegen Lars. Ja. Ja. Dann gleich wahrscheinlich erstmal auf dem Klo wieder. Sind auf jeden Fall harte Blubbergeschichten, nur für Lars. Ne, Lars, du guckst YouTube, ne? Ja. Was guckst du denn Schönes?
Ich gucke halt einfach japanisch Lampen. Ah, neue Video oder immer alte? Alte. Gehen genau. Alle durch. Ich starte mir noch alle runter. Kann man auch machen. Richtig. Wenn man kein Internet hat, dann wenn das was mitkriegt. Man guckt, dass ich Matschreifen drauf hab. Obwohl, wenn man kein Internet hat, habe ich genug Anime zum Gucken. Ja, du, ich habe mir von gestern Nacht auf, bis heute Nacht irgendwann habe ich den Overlord erste Staffel bis dritte Staffel nochmal durchgeguckt. Naja, auf vierte Staffel warte ich ja. Mhm. Wenn man was sehr langes braucht, kann man von fies anfangen. Sein hast du wieder Internet. So, wenn ich jetzt an der Sägemühle bin, wo ist der blöde Parkplatz? Wird mir nämlich nicht angezeigt. Du siehst doch meinen LKW auf der Straße auf der Karte, ne? Ja. Wenn du die Straße folgst, von, nicht Richtung Werkstatt, sondern in der anderen Richtung, dann siehst du auf der linken Seite gleich so ein riesengroßes eine Art wie ein Gebäude, was eingezäunt ist. Das ist der Parkplatz. Gebäude, was eingezäunt ist. Ja, sieht aus wie ein Gebäude. LKW hab ich. Genau, wenn du die Straße folgst, kommt dann irgendwann auf der linken Straßenseite ein Gelände, was eingezäunt ist, wo kleine Gebäude und sowas draufstehen. Also ich sehe da diese komische Wasserkuhle links in Fahrtrichtung. Mhm. Da kommt also die nächste Straße rechts, dann kommt links dann eine Wasserkuhle, dann kommt eine Brücke. Ja, was so aussieht wie eine Brücke sind, Betonblöcke sind das, glaube ich. Genau, da musst du noch weiter. Ja. Und dann siehst du gleich irgendwann auf der linken Seite ein rechteckiges Grundstück. Das ist der Parkplatz. Lagerhaus sehe ich, aber Parkplatz sehe ich nicht. Beim Lagerhaus bist du schon wieder zu weit. Also hinter dieser komischen Brücke geht links, in Fahrtrichtung links, dann Weg runter. Ja, und zwar siehst du bei diesem rechteckigen Fleck drumherum so eine Art wie ein Sumpf oder was das ist. Siehst du auf der Karte, ist das so gekennzeichnet wie ganz viele kleine Wasserpfützen. Und da geht die Einfahrt genau rein. Also da geht so eine Art von der befestigten Straße so ein Feldweg drauf. Also ich würde sagen, ich fahre erstmal nur bis zur Brücke und dann gucke ich mal, wie ich da weiterkomme. Warte mal, ich mach das sogar ganz anders. Nimm das Ding mit zur Werkstatt. Nimm da mein Pickup. Also das hätte ich kein Milchshake mehr genannt. Ne Lars, das war schon gerade Japano-Schlampen-like, gerade was ich gemacht habe. Ja? Ich war gerade auf dem Klo. Das war schon Japano-Schlampen-like, was ich gemacht habe. Ach so. Wie findest du immer diesen Ash? Ash. Ja. Der Pokémon-Süchtige. Ja, aber so war es voll. Ich weiß, war ein Pokéball. Los, Pikachu! Und seine Wisse, was in der Hust hat. Naja. Jemand einen Augenblick Zeit, mir ein bisschen Sprit vorbeizubringen? Nein, ich fahre ja noch den Hänger weg. Mit einem Riesentank drin. Ist ja ein Tankauflieger. Da hat der Lars Ash.
Und sein Dunkel und von den Hauptfigur der dunkle Zwillingsbruder. Jetzt ja, oder knapp wieder ja, was? Wieso? Der die Eltern auch so getötet hat. Und die guckt sich auch irgendwas. Ja, guckt sich komisches an. Komisch. Ich suchte seit Tagen wieder abge. Na. Abgegriffen, meint er. Bricht ja, er schon gar so. Nicht mehr richtig aus. Annie vergisst, dass wir alt sind, Lars. Wir verstehen das nicht sofort. Was? Doch nur abge. Ja, das heißt aber abgegrieft. Ja. Und nicht abge. Ich habe mich eben wirklich gefragt, habe ich mich verhört oder war hinter Akne? Akne kann er auch haben. Hört sich doch fast gleich an. Abgne, Akne. Abge. Abge, Akne. Wer weiß, wer hat da Akne? Vielleicht ist er ein Schwester bei Akne. Nein, ich hab keine Akne. Spackni? Halakpackli? Kackli. Ja, der kleine Kackni. So, jetzt kannst du zum Beispiel auf der Karte gucken. Jetzt fahre ich auf das Gebäude nämlich gerade drauf zu, wo die, das der Parkplatz ist. Ja, Moment. Bist du denn jetzt schon wieder? Da bist du. Da bei der Holzstation meinst du? Ja, Holzstation. Ja, Holzstation ist noch davor. Rechteckige Grundstück hier. Das ist der Parkplatz. Er zeigt mir da kein Grundstück an. Ist das bei dir noch grau oder was? Ja, genau da, wo du stehst. Ja, das genau, da vor mir. Das Grundstück und dahinter ist die Holzstation. Ja, und das eingezäunte Grundstück, das ist das. Das ist der Parkplatz. Also. Habe ich doch gerade die ganze Zeit gesagt? Gut, dann habe ja, das habe ich dann falsch verstanden. Ich hoffe jetzt so, dass ich erstmal noch zum. Jetzt muss ich höchstwahrscheinlich auf Sascha warten. Ich komme hier nicht mehr weg. Du fährt. Wortwörtlich. Ich wusste es. Aber wortwörtlich, Lars, weil du nämlich mit drin steckst. Nee, da muss ich nicht dabei sein. Wenn du allein bist, reicht das auch schon. Leider nicht. Ich bin vorne der LKW, ja, das ist schon fett. Aber ich habe noch eine schwere Last hinter mir drauf, das bist du und Andi. Zusammen gibt es den Megatank auf Liga. Ach, ich habe nur eine Tonne Kekse hinten drin. Ja, kommt ja ungefähr hin. Deswegen kommt immer aus meinem Tank da so viel Brökelstückchen raus. Ja. Er fährt, aber er fährt langsam. Das ist scheiße. Ich muss wohl auf Sascha warten. Dum, dum, dum. Ja, weil hier an der Stelle habe ich mich wohl festgefahren. Er bewegt sich, er schiebt sich nach vorne, aber so langsam und das selbst sogar im Lastengang, ne? Oha.
Ja, das Problem ist bei den LKWs, sobald du Sattelkupplung tief drauf hast, sind die ja sehr nah an dem Boden. Und an gewissen Stellen kommst du mit dem ja gar nicht durch. Obwohl das ein fünfachsiger ist, ne? Vorne die beiden Achsen lenken mit und die hinterste Achse lenkt mit. Und die dazwischen, die sind steil. Hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Ich hätte so den blöden Spruch machen können von Elf. Es kommt auf was, ich schweife es in meiner Hose. Das ist keine Anaconda, das ist eine Stapel Banane. Ich habe eine Banane in der Hose. Das war sogar mal in einer Folge, wo der das gesagt hat. Ich habe eine Banane in der Hose. Das ist aber geil. Das sind dumme Sprüche. Ich mach jetzt mal den Motor aus. Ich muss auf Sascha ran. Brumm, 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 brumm. Ah, das ist ein Mega-Brumm. Das ist wie ein Mischek, nur nicht so dickflüssig. Dabei. Home Lava. Aha. Noch niemand hat meine Lava gegreased. Das ist eine Lava. Länger habe ich doch geborgen. Jetzt sag ich, ich soll da nochmal hinfahren. Ja, nein, der Hänger, den du da hingeschleppt hast, der wird da auch schon irgendwo noch liegen. Nee, den habe ich ja hinten dran jetzt am Pickup. Ach so. Aber er sagt. Nee, du musst nur die Quest aktivieren. Ja, macht er ja nicht. Das ist jetzt natürlich kacke. Das heißt, ich würde sagen, bring den Hänger einfach zum Parkplatz hin. Wenn du das gemacht hast, mit einem anderen Fahrzeug mal eben kurz da hinten hinfahren und die Quest aktivieren. Hast wahrscheinlich vergessen eben. Oder wenn er jetzt, hat er jetzt gemeckert, weil ich das Fahrzeug gewechselt habe. Keine Ahnung. Den Hänger habe ich ja geborgen und habe ihn hier hinter mir hergezogen die ganze Zeit. Und ich habe auch aktiviert die Quest, wie ich da war. Ja. Und dann denke ich mal nicht daran, dass ich das Fahrzeug gewechselt habe. Was aber auch kacke wäre. Also ich kann die Quest über die Karte aktivieren. Das ist nicht das Problem. Dann mach du das doch. Ich kann ich ja nicht, das ist ja dann nur für mich. So, das hat ein bisschen länger gedauert. Du müsstest jetzt bis zur Richtung Parkplatz kommen und mich dann gleich ziehen. Okay, okay. Meiner ist dann so schwer mit den fünf Achsen, dass er hier an der Stelle leider alleine nicht mehr vorwärts kommt. Da vorne, ja, ich sehe. Die Kinder sind jetzt im Bett. Ach, okay, da habe ich mir schon gedacht. Ich konnte das Ganze in Ruhe nutzen, eben schnell auf den PC gehen. Das war ganz dringend. Mhm.
Ja, manchmal ist es dringend. Habe ich sonst irgendwas verpasst in den 15 Minuten? Nö, außer dass Sokol jetzt einen Hänger hinten dran hat, den er ja auch zum Parkplatz hier bringen muss. Mhm. Wo er aber die Quest selbst nicht mehr nehmen kann. Ich hab sie aktiviert, sonst hätte ich den Hänger ja nicht angekoppelt. Hab jetzt nochmal das Fahrzeug gewechselt. Bin von dem LKW auf den Pickup gewechselt, damit ich den da mit reinnehmen kann. Und jetzt ist, finde ich, die Dings nicht für den Aber Quest. Das ist ja keine Hauptmission eigentlich, oder? Nee, nee, ist eine Nebenmission. Und zwar heißt die verlorener Leichtanhänger. Okay, aber wenn ich die aktiviere, ändert das ja auch nichts, oder? Nee, nee, das würde nur bringen, wenn Zuckel dann aus deinem Pickup rausgeht, in die Garage geht, du einsteigst und das dann abgibst. Und danach kann er wieder einsteigen, in dem Moment. Okay, ja. Ich kann mir das machen, mir ist das egal. Ja, kriegen wir schon. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hier gibt es zwei Straßen gleich, ne Sascha? Einmal links von mir und rechts von mir, aber ich glaube, das ist Zucker, ne? Oder bist du das? Nein, ich bin der Hintere. Ich kämpfe mich gerade mit dem Tatra vorwärts. Ich bin da, wo dieser... Ach, scheiße. Ich muss das einmal abziehen und wieder einstöpseln. Das war schon wieder das Problem, weil ich ja einmal rausgetappt bin gerade. Dass er keinen Widerstand im Lenkrad hatte. Ja, okay. Genau, halt dich an die Masten. Damit kommst du wenigstens voran. Aber noch so voran, du musst einfach fest am Untergrund halten. Mhm. Da hast du aber richtig schön eingebunden, oder? Ja, wie gesagt, die Zugmaschine kommt nicht weiter. Hier passt. Ja? Also ich schiebe mich hier langsam voran, aber so langsam, dass ich könnte hier auch aussteigen und laufen. Das möchte ich in dem Match sehen, wie du da läufst. Ich habe damit kein Problem, ich bin zum Durchmatch durchgelaufen. Ein ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Summ. Also ich kann dir sagen, das Schlimmste, was ich hatte, mit Thema Matsch und Wasser, war während meiner glorreichen paar Monate bei der Bundeswehr. Hier noch nicht, ne? Nee, okay. Und dann hatten wir, da gab es ja diese... Bist du frei? Weiß ich nicht. Ich hatte auf einmal irgendwo einen Mittelpunkt, den ich packen konnte. Okay. Naja, und... ein paar Millimeter. Und dann gab es ja diese Panzergruben, wo die Panzer sonst durchfahren, ne? Und da hat der eine noch Witze gemacht und wir sind immer drum rummarschiert, bis der eine den Unteroffizier so geärgert hat, dass er so links schwenkt und dann sind wir frontal auf diese scheiß Grube zumarschiert und er raunte mir nur zu, lauf jetzt auf alle Fälle mit, weil ich stand vorne in dieser versetzten Formation so schräg hinter ihm ein bisschen, sagte, lauf mit, dann gehen die anderen auch mit. Boah, ich bin noch nie so abgesoffen in so einem Ding. Und als er dann so mittendrin standen, kam dann dieser Befehl Stellung, so nach dem Motto, runter, ne? Also, ich war vorne schon wieder, wo es anfing, ein bisschen felsig zu werden, aber das war nicht schön. Ich kann nicht weiter, ich habe keinen Windpunkt. Und gleich hängen wir alle drei fest. Häng fest. Aber mit meiner Front. Kann ich hier neben lang fahren, Patrick? Kannst bei Zuckel vorbeifahren, das ist kein Problem. Nee. Ach, die. Moment mal, die Gangschaltung tut's gerade nicht. Einstellungen, Lenkrad, wieder rausgehen. Reicht das? Nein, beim Tatra ist natürlich das Problem. Das Ding ist nicht bei mir fest. Ich glaube. Hat das oder hat das jetzt nicht? Das ist kacke, wenn das mit dem Ding nicht funktioniert hier. Und ich glaube, ich habe noch die. Warte, ich ziehe dich mal ein Stück. Ja, ich muss mal eben gucken, dass ich meine Gangschaltung wieder richtig reinkriege. So. Hört nicht. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. So. Ich bin gerade nicht drauf gefahren. Bleib mal ein kleines Stück weiter vorne stehen, dass ich mich ein Stück mitziehen kann.
Ja, jetzt. Jetzt müsstest du dich anhängen können. Mach mal. Bin dran. Oh, jetzt. Oh, was für eine Qual. Ich hätte kotzen können. Ja, guck, es war nur, weil ich in deiner Nähe auf einmal war. Hat mein LKW Schiss gekriegt, ne? Ja. Ich habe jetzt ganz vergessen, ob ich beim Tatra die Schlammreifen drauf hat oder ob der noch Ketten drauf hat. Ah ne, der hat keine, der hat glaube ich gar keine Schlammreifen. Deswegen habe ich die Ketten drauf gelassen. Ja, ich habe bei meinem Pickup nämlich auch Ketten drauf. Ja, bitte. Ach guck mal, hier kann man auch tanken. Oh, pass auf, ich gehe jetzt in die Werkstatt. Wenn du willst, kannst du dann den Hänger übernehmen. Ja. Neuer Anhänger, wird schön. Ich tanke mal auch erstmal. Willkommen. Gut, getankt ist er, dann fahre ich dich wieder raus. Werkstatt und dann komme ich da hoch. Halt den Mann fest. So, gut. Ich trapp's in die Werkstatt. So, bitteschön, kannst du übernehmen, wenn du willst. Ja. So, und der muss jetzt wohin? Hier oben drauf? Nee. Nein, aber keine Ahnung. Du musst es jetzt annehmen, das ist jetzt... Lieferung zum Hangar steht hier. Weil mir stand zum Parkplatz. Nee, stopp, das ist die falsche Aufgabe. Das ist der Kahnluff. So, wie heißt die Aufgabe hier? Verlorener Leichtanhänger. Ja. Verlorener Leichtanhänger. Verfolgung starten. So, kleiner Scout-Pritschenwagen. Der muss hier unten irgendwo hin. Der soll zum Parkplatz? Nein, der muss zum Parkplatz bei der Sägemühle. Lieferung zum Parkplatz. Ja, ich guck gerade. Das ist, wenn du jetzt hier gerade da runterfährst, dann auf die Straße raus und links die Straße folgst. Ja, Lieferung zum Parkplatz. Lieferung zum Parkplatz, mehr stand da nicht. Ja, nee, Sägemühle. Muss man dann anklicken, Lieferung zum Parkplatz und dann ist das unten bei der Sägemühle. Ja, da bist du noch ganz falsch, deswegen klappt das nicht. Oh Gott. Ja, soll ich dich wieder einsteigen lassen, oder? Wenn du willst, kannst du den noch wegfahren, weil du konntest sie ja aktivieren. Ich konnte sie ja noch nicht mal aktivieren. Stopp, dann geht's hier runter durch den Wald, was wahrscheinlich mit dem Auto nicht klappen wird. Also wie gesagt, den Bergen mit dem Pickup wäre Ding-Down-Möglichkeit gewesen. Jetzt mal ganz ehrlich, kann ich den an meinen Tatra anhängen? Anhängen, ja, mit dem Seil. Könnte auch mit einer Abschleppbühne eben kommen. Ich guck jetzt mal, wie weit ich mit Zuckels Geländewagen komme und dann kann ich ja immer noch. Ich komme gerade mit einem anderen Fahrzeug, ich zieh dich sonst. Ich habe hier den Armee-LKW mit Schlammreifen drauf. Der hat bis jetzt so gute Dienste geleistet, da bin ich überall bis jetzt mit durchgekommen. Ja, wir haben da gerade so eine lustige Karte gespielt, da hat das Wort ich komme überall durch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ja, ich sag ja, bis jetzt bin ich zu 90% fast überall ohne Winde durch. Wie gesagt, ich bin jetzt auf Wege zu dir, helft mir dann bei Bedarf. Jetzt musst du einen kleinen Augenblick warten, sonst hole ich dich auf. Boah, ihr holt mich ja wahrscheinlich eher ein, so wie die Karre fährt.
Ahnung, weiß ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Ich habe einfach hier Reparatur und Tank hinten drauf, falls was sein sollte. Ansonsten steigt mir mein Tatra ein, Patrick. Geil in der Innenansicht. Der wirft so viel Schlamm auf, dass du auf der Windschutzscheibe nur noch Schlamm siehst. Ja, geil. Oder hier, wo ich mit dem Pickup nicht durchkam, da kam ich mit dem hier durch. Ja gut, das ist irgendwie... Ach Menno, warum funktioniert denn das Lenkrad nicht nochmal abstöpseln und anstöpseln? Ich habe nur keine Ahnung, wo du jetzt bist. Im Gelände. Es klappt gerade super, weil die Gangschaltung gerade mal so den Dienst eingestellt hat. Komm mit zu dir. Ich komme schon raus gerade. Ja, wer weiß, ob noch mehr hängen bleibt. Natürlich kommen dann noch mehr Stellen, wo man hängen bleibt. Warte mal, ich warte an der Tanke. Erstmal auch dahin, wo ich hin will, du blödes Viech. Warum die links nicht funktioniert. Gangschaltung. Weil er es wieder umgestellt hat? Ja, keine Ahnung. Aber wenn ich hier auf Escape Einstellungen gehe, Lenkrad, dann steht Logitech, jo, hast recht. Er hat mit Getriebe hat er wieder rausgenommen. Die Ratte. Ich hab gedacht. Ja. Warte, ich bin gleich da. Ich zieh dich gleich raus. Ich hab Windenpunkte hier gefunden. Ja, kommt davon, wenn man einmal nur Scheiße lenkt, ne? Habe ich den Hänger hier, der man hier neu freigeschaltet hat, gerade, ne, einmal angestutzt, und das Ding ist natürlich sofort umgekippt. Ja. Da ich nicht weiß, wo du lang musst, fährst du am besten vor und ich folge dir. Geradeaus auf alle Fälle hier. Ups, der schlingert aber schön nach links und rechts zwischendurch. Ist ja fast wie mein Chevrolet, die Jeep da. Hast du noch Sprit oder brauchst du? Nee, ich habe noch 49 Liter habe ich noch. Im Notfall bin ich gleich hinter euch. Ja, ich habe auch noch fast voll Tank. Ich habe draußen 400 Liter bei mir. Ja, dann geht es ja. Immer gerade 5 Kilometer. Na komm. Anhänger, ne? Und neben dem Schlammloch kommt man gleich viel besser vorwärts. Mist. Wenn man die Winde nicht losmacht, dann landet man im Gelände. Häng dich an und ich zieh dich hoch sonst. Ja, ist erstmal auf dem Lenkrad an die Stelle kommen, wo man sich anhängen kann.
Beim Reifen sind nicht schlecht, aber mit dem Lenk haben die es auch nicht so. Naja, wie war das mit Vollgas? Ja, du, ich gehe schon immer wieder vom Gas. Rechts, links, geradeaus. Normalerweise rechts jetzt. Ich habe mir Navi-Punkte gesetzt. Ja, rechts. Ach, du bist gar nicht mehr dran. Ich ziehe mich noch. Kommst du bei mir an? Nein, noch nicht, aber gleich. Ich gehe jetzt mal in den Lastengang. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's. Ja, das ist ja auch ein gutes Fahrzeug. Hat halt eben nur den Nachteil, dass du keine Reservetanks und keine Dings drauf machen kannst. Keine Anbauteile, jawohl. Deswegen, ich mag den Royal deswegen, weil der hat hinten ja die 4 Reifen statt nur 2. Das hat auch was. Sagen, wenn der Kreuze kommt, rechts, links oder so. Ne? Ja, da vorne ist doch schon das Symbol für Absetzen. Gleich. Also hier geht es noch weiter geradeaus die Straße. Aber wie gesagt, den habe ich mir auch ausgebaut, den Armee-Laster. So, jetzt habe ich eine Kreuzung. Wo willst du? Rechts, rechts. Patrick gehört. Ja, ich bin hinter dir. Mit die ganzen Vögel hier. Wow, Panik. Ja. Oh, oh, oh. Ja, das ist, wenn man dranhängt. Warte, ich muss mal eben zurücksetzen. Das ist, wenn man dauerhaft dranhängt. Dann, wenn du dann den Schlenker vergeht schon. Wenn das Auto vorne dann Schlenker macht, dann. Wie sieht's aus? Alles gut. 23 Liter habe ich noch. Ne, hier rein. Hier ist der Abgabepunkt. Das sollte so gerade eben noch funktionieren. Ne, wie gesagt, wenn du dann so schnell fährst, dann ist natürlich jedes Schlingern führt dazu, dass du wer weiß wohin weggedrückt wirst, ne? Ja. Weiter geradeaus durch. Ja, geht ja so gerade eben. 22 Liter. Weiter geradeaus durch. Ja, wollte nur gucken, ob ich was annehmen kann. Er sagt am Laden. Nee, das ist ein Verladebereich. Links rum? Rechts. So, ich versuche jetzt hier rechts reinzufahren und da ist nämlich der Abgabepunkt. Da. So, Gott sei Dank.